Ja, das wäre schön, wenn die auch alle noch reinkämen, denn der Veranstalter hat mich beauftragt, ein Bild zu machen. Und zwar ein sogenanntes Selfie. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, ich drücke jetzt auf meinen Fotoapparat hier in Form meines Handys. So. Und ihr alle im Hintergrund müsst ein sehr freundliches Gesicht machen. Wir proben das jetzt mal, ob ihr das auch wirklich hundertprozentig verstanden habt, was euer Task ist. Ich mache eins, zwei, drei und in dem Moment sagt ihr sowas wie Cheese. Ja? Ja? Von der Bühne runter. Ich fand das so von oben herab, aber gut, das mache ich gerne. Dann sieht man auch, mit welcher unglaublichen Eleganz ich mich hier auf diese Bühne schwinge. Nächstes Mal müssen wir das vorher bereden, Matze, damit ich den diskreten Eingang nehme. So, also, auf drei sagt ihr alle Cheese. Eins, zwei, drei. Cheese. Sehr schön, auch das Aufstehen dort hinten durch den Herrn Lange war sehr schön. So, das machen wir jetzt noch, das machen wir jetzt so, dass ihr alle, ja, hallo. Und jetzt, eins, zwei, drei, Cheese. Nochmal. Eins, zwei, drei, Cheese. Ihr seid toll. Ihr seid toll. Ich bin total unfähig, sowas zu tun. Aber nichtsdestotrotz darf ich jetzt weiterleiten an Lisa. Applaus für Lisa. Vielen Dank. Ja, von mir ein herzliches Willkommen zurück aus der Mittagspause. Mir geht es immer so, wenn ich in der Mensa essen gehe, dann kriege ich irgendwie unglaublich Lust, selber zu kochen. Wobei, das war gut heute, also wirklich. Auf jeden Fall, bei mir ist es immer so, dann gucke ich im Internet so nach Kochrezepten und bei mir ist es eigentlich dann irgendwie so, dass es dann in einer stundenlangen Ekstase in Pinterest endet, weil ich mir da sozusagen ja meine verschiedenen Boards anlege und dann, ah ja, das ist auch noch ein tolles Rezept und das, oh wow, wer ist denn das eigentlich? Und so geht's weiter. Für mich ist es kein Wunder, dass dieses soziale Netzwerk einen dermaßenen Erfolg in den letzten Monaten, gerade hier in Deutschland, zurückgelegt hat und ich freue mich riesig, jetzt den nächsten Referenten anzukündigen, der nämlich auch MTP-Alumnus ist und selber eine Marketing-Horizonte bereits organisiert hat im Jahre 1996. Das war die zweite Marketing-Horizonte, die es damals gab. Ja, begrüßen Sie mit mir den Country-Manager-Dach von Pinterest Deutschland, Jan Honsel. Vielen Dank. Ja. Ja, im Wesentlichen hat die Kollegin jetzt schon alles gesagt, ich kann eigentlich wieder gehen. Ja, ich habe den tollen Slot nach der Mittagspause, so als Wake-up-Call. Vielleicht liegt das daran, dass ich mit Nils schon mal was zusammen moderiert habe und er daher weiß, dass ich relativ schnell und viel und energiegeladen reden kann. Vielleicht so ist das quasi für euch der Wachbleiber nach dem Mensa-Essen. Ich habe jetzt die Freude, euch ein bisschen was zu Pinterest erzählen zu können und warum das irgendwie fürs Marketing aus meiner und hoffentlich danach auch eurer Sicht spannend ist. Und damit das hier heute eine energiegeladene Veranstaltung wird, mache ich jetzt etwas, was ihr bitte nicht tut. Ja, 100 Folien in weniger als 30 Minuten sollte man nicht tun. Ich versuche es mal. Geht los mit erstens, was ist eigentlich Pinterest? Wir haben ja gerade schon ein bisschen was gehört, das kann irgendwas mit Essen zu tun haben. Bei ganz vielen Leuten ist das so die erste Reaktion, die ich bekomme, nach dem Motto, hä, Pinterest, was soll denn das sein? Ja, und die dann so ein bisschen more advanced sind, die sagen dann so, ja, das hat doch was mit schönen Cupcakes zu tun. Oder mit Hochzeitskleidern, dann kriegen die Männer schon immer alle Angst. Oder mit Rezepten, ja, und dann kommt immer meistens wieder dieses, ja, aber was hat das denn jetzt bitte mit Marketing zu tun? Und warum soll das für mich als Hugo Boss irgendwie spannend sein? Und die Antwort liegt daran, das stimmt, ja, bei uns gibt es Cupcakes bis wahrscheinlich oder hoffentlich nicht zum Erbrechen, Hochzeitskleider, Hochzeitsschmuck in allen möglichen Farben und Formen, wie wir von Herrn Bersenbrügge schon gehört haben, ich hoffe, er meinte Pinterest und nicht Instagram, als er vorhin über die Hochzeit seiner Tochter sprach. Und es gibt auch Spaghetti-Rezepte noch und nöcher, aber Halloween steht vor der Tür, ja, wer mittlerweile Lust auf Halloween hat, ohne Ende Halloween-Rezepte und Deko-Ideen. Wer es ein bisschen heftiger braucht, Halloween-Make-up gibt es auch ohne Ende auf der Plattform. Ja, und die Trendfarbe der Saison, Masala, für die Damen im Raum. Ja, wer was zum Masala sucht, wird bei uns glücklich und zufrieden. Aber es gibt zwei Kollegen, die sich besonders freuen werden. Wir haben Bärte. Ohne Ende Bärte. Ja.
Für die Freunde von Social Networks gibt es Chuck Norris, für die eher künstlerisch angehauchten Rusty Metal, wer darauf steht. Wir haben American Muscle Cars, German Muscle Cars, Italian Muscle Cars. Aber wir haben auch alles Mögliche rund um Sport und Fitness. Also wer nach dem ganzen Tag hier sitzen, jetzt dringend sportliche Inspiration braucht, bitteschön, ja, bei uns auf der Plattform werdet ihr sie finden. Wir haben auch Superstars. Wir haben auch Musikplaylisten im Angebot. Es geht also nicht nur um Bilder, ja, es geht auch um Videos. Also wer sich seine Playlisten anlegen möchte oder nach Musikinspiration sucht, wird auch bei uns glücklich. Bei dem Scheißwetter da draußen, ja, sonnige Strände, zum Träumen, zum Buchen, zum Hinfahren, auch die gibt es. Und wir reden hier ja über Marketing. Marketing-Infografiken in ihrer härtesten und schönsten Form findet man auch bei uns. Also hoffentlich werdet ihr alle sagen, Gott sei Dank, dass ich sitzen geblieben bin oder nach der Fressnarkose wieder reingekommen. Denn hier gibt es hoffentlich etwas, was ihr mitnehmen könnt. Also, was ist jetzt dieses komische Pinterest? Allererstes, es ist kein Social Network. Ja? Wir werden immer mit den Social Playern in einen Topf geschmissen, wir sind aber keiner. Denn wir sind eher eine visuelle Suchmaschine, ein Bookmarking-Tool. Und warum ist das so spannend? Hier deswegen, unter anderem. Ja, wir merken uns 10% dessen, was wir hören, 20% dessen, was wir lesen, aber 80% von dem, was wir sehen und tun. Wenn man mal zur Suche zurückkommt, da gibt es da jemanden, der macht das ganz gut. Ja, wenn du die Frage hast, Wetter in Frankfurt, kommt das dabei raus. Und Google hatte fast recht mit dem Niederschlag, immerhin war es bewölkt. Wenn du wissen willst, wo hier die wundervolle Universität ist, dann kriegst du eine tolle Karte. Du kriegst sogar noch erzählt, von wann bis wer, wo, wie hier gelebt hat, wie viele Studenten hier sind, und du kriegst auch noch eine Telefonnummer. Ja, du hast eine konkrete Frage, du kriegst eine konkrete Antwort. Hervorragend. Wenn deine Frage aber nicht so konkret ist, hast du ein Problem. Bei Google. Bei uns hoffentlich nicht, weil unsere Antwort auf deine noch nicht konkrete Frage hilft dir hoffentlich, zu einem konkreten Fragepunkt zu kommen. Nämlich, du suchst Inspiration für dein Zuhause. Also, wenn man das mal ein bisschen abstrahiert, ja, dann gibt es den sogenannten Discovery Path, also so einen Entdeckungs- und Entwicklungspfad. Der fängt beim sehr generellen an, einem Grundgefühl. Die meisten Damen, aber auch die Herren werden es kennen. Ja, du guckst in den Schrank und denkst, scheiße, 5000 Sachen drin, aber irgendwie nichts zum Anziehen. Dann hast du ja ein Gefühl, du kannst es aber nicht manifestieren. Und dann begibst du dich so beim Durchwühlen durch deinen Kleiderschrank irgendwie auf eine Reise. Und irgendwann kommst du an und sagst, ich brauche neue Schuhe. Und dann sind es vielleicht diese Nike Polka Dots, die du brauchst. Da musst du aber erstmal hinkommen. Und wenn du da angekommen bist, bei dieser Grunderkenntnis, kannst du zu Idealo gehen, kannst du bei uns auch gefunden haben, gehst du zu Zalando oder sonst irgendwo hin oder auch zu Google. Hier vorne, bei diesem Start dieses Entdeckungspfades, ja, musst du ja erstmal für dich ein Gefühl entwickeln. Deshalb sagen wir begleiten dich auf diesem Weg und deshalb sind wir ein Discovery-Tool. Diese Pinner-Journey, Pinner ist bei uns der User, durch die der User durchläuft von Discovery zu Doing, ist netterweise deckungsgleich mit dem Marketing-Funnel, nämlich vom Start über Awareness, Consideration, Preference, Building, irgendwann hin zu einem Doing, was oftmals auch mit einem Purchase, also einem Kauf verbunden ist. Also, wir, unsere Company ist quasi nach drei Säulen organisiert, nämlich nach Discover, Save and Do. Und dahinter stehen Programmierteams, die sich nichts anderes den ganzen Tag fragen, als wie kann ich diesen Entdeckungsprozess besser machen, wie kann ich diesen Save-Prozess besser machen oder wie kann ich auch das Doing besser machen. Also hier zum Beispiel, ja, Herr Lisa hat es vorhin beschrieben, du guckst durch Rezepte durch, irgendwann bleibst du bei dieser Pizza hängen, legst sie auf dein Board ab, hier zum Beispiel Veggie-Rezepte und dann irgendwann sagst du, so, jetzt habe ich Zeit, jetzt will ich kochen, ja, dann klickst du wieder drauf, gehst auf die Seite, wo dieser Pin hinlinkt und machst dieses wundervolle vegetarische Pizzarezept. Also, am Ende, ja, ist das sowas wie die gute alte Korkpinnwand, die vielleicht ihr noch kennt, oder den Kühlschrankmagneten, nur in geil. Und Forbes hat das mal so schön beschrieben, indem sie gesagt haben, naja, also wenn man mal so ein bisschen abstrahiert, ja, und auf diese Social Player guckt, oder auch Suchmaschinenanbieter, dann ist Facebook eigentlich unser digitales Tagebuch.
Und die Kollegen haben ja auch viel dafür getan, uns jeden Morgen daran zu erinnern, was wir vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren getan haben. Das wissen wir ja meistens selber nicht mehr. Facebook sozusagen Abbild deiner digitalen Vergangenheit. Google zeigt dir, was Menschen jetzt gerade konkret suchen. Und Pinterest am Ende ist ein Abbild deiner persönlichen Zukunft. Ja, du legst halt ein Board an, weil du etwas planen möchtest. Du legst ein Board an zu, sag mal, Sommerfashion und dann pinnst du da deine Produkte drauf und irgendwann kaufst du sie. Das gleiche kannst du für Bali-Reisen machen, für Home-Decor oder in Amerika sehr gerne genommen von Frauen das Thema Wedding-Planning. Ja, da fängt man ja auch meistens ein bisschen früher mit an. Bei Männern ist das ja so, oh scheiße, nächste Woche Hochzeit, ich brauche ein Smoking. Ja, Frauen planen sowas ja ein bisschen länger. Ja, und auch für solche Vorgänge eignet sich Pinterest zum Beispiel sehr gut. Und dass das nicht nur Schnack von mir ist, beweist, dass wir mit Millward Brown eine intensive Studie gemacht haben, um herauszufinden, ob das eigentlich alles wirklich so ist. Und 3 Erkenntnisse, zum Beispiel 74% unserer User nutzen das Tool wirklich, um ihre Zukunft zu planen. 96% nutzen es, um Informationen für sich zu sammeln, für Themen, die für sie eine Relevanz haben. Und 67% unserer User haben in den nächsten 6 Monaten ein großes Lebensevent. Und das kann von einer Hochzeit über ein neues Auto, eine Party bis hin zu einem Reisetrip sein. Und weil Menschen vor allem ja irgendwie komisch sind, ja, und vielfältig und merkwürdige Geschmäcker haben, sieht man das auch bei uns auf der Plattform. Ja, Menschen interessieren sich für die unmöglichsten und möglichsten Dinge. Und am Ende hat jeder Pinner im Schnitt 24 Boards. Ich habe das erste Mal gedacht, boah, das ist aber viel. Ja, mittlerweile bin ich bei 60 angekommen und das war ehrlicherweise nie mein Plan. Ich habe mal mit einem angefangen zu Social Media Infografiken für Reden, die ich gehalten habe und habe dann irgendwann gemerkt, so, ui, ich muss mich aber jetzt irgendwie mal beeilen, das weiter auszubauen oder wieder zu organisieren und auf einmal war ich bei 60. Das macht uns quasi zur weltgrößten Fokusgruppe, wenn man so möchte. Ein paar Facts and Figures. Es gibt jetzt auf der Plattform 50 Milliarden Pins und ein Pin ist immer ein Objekt, was irgendwo hinlinkt. Und Menschen haben sich die Mühe gemacht, diese 50 Milliarden Objekte auf über 1 Milliarde Pinwände zuzusortieren. Alles handkuratiert, wenn man so möchte. Es gibt über 100 Millionen User. Mittlerweile 45% außerhalb Amerikas. Letztes Jahr gleiche Zeit waren wir so ungefähr bei 25%. 80% der Nutzung ist mobile und international wächst am schnellsten. Wenn man sich die Content-Kategorien anguckt, dann ist Food Nummer 1, ja, was Interaktivität angeht, was daran liegt, 7 Tage die Woche, 3-mal am Tag denkt man irgendwie über Essen nach. DIY, getrieben durch die ursprünglich sehr weibliche Zielgruppe, die Pinterest hatte. Und dann kommen schon Fashion und Home Decor, 2 Kategorien, die einfach explodieren, weil das digital verfügbare Inventar in diesen Content-Kategorien in den letzten Jahren ja massiv gestiegen ist. Ja, Player wie Zalando, Westwing, Home24 gab es vor ein paar Jahren noch nicht. IKEA ist mittlerweile fast komplett shoppable und ein Hugo Boss bringt seine kompletten Kollektionen 2-mal im Jahr komplett kaufbar auf ihre Website. Früher gab es da mal eine schöne Landingpage mit ein bisschen Moodboards, ja, und das war's. Aber, das klingt jetzt alles toll, aber es gibt große Challenges. Ja, wir haben heute Morgen schon ein bisschen was davon gehört und wir durchlaufen die auch, obwohl wir ja so ein junges, hippes, agiles Startup sind. Aber wir sind 2010 gestartet in einer noch fast Desktop-only-Welt. Unser komplettes Produkt war eigentlich mal ein Desktop-Produkt. Und wie ihr hier seht, ja, die Welt sieht jetzt anders aus. Mobile Usage ist heute mehr als Desktop. Was heißt das? Ja, das heißt, wir müssen uns überlegen, wie bauen wir eigentlich unser Produkt anders? Aber auch, wo kriegen wir eigentlich unsere User her? Ja, denn wenn man sich die mobile Welt anguckt, ja, dann ist App-Usage viel höher als Mobile Web, also mobile Website-Usage. So, wie kriege ich die Leute jetzt eigentlich, wie mache ich eigentlich meine App bekannt? Ja, wie bringe ich die eigentlich dazu, dieses Ding runterzuladen? Wie bringe ich sie dazu, dass sie überhaupt was davon hören? Und der nächste Schritt ist dann die Monetarisierung. Ja, wenn man sich das anguckt, ein paar von euch werden das kennen, von Mary Mika, jährlich wieder neu ins Rennen geworfene Chart, was zeigt, welche Medienkanäle, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommen und wie viel Werbegeld. Ja, und wer weiß, ja, Money follows eyeballs, weiß, das Geld wird irgendwie dahin gehen, wo auch die Nutzer sind. Nicht nur die Anzahl der Nutzer, hat natürlich auch was mit Qualität und Werbewirkung zu tun, aber im Grunde gibt es da eine Tendenz. Und da sieht man beim Mobile,
Da wird noch einiges passieren. Das heißt, wir als Company müssen eigentlich ganz viel von dem, was wir uns mal ausgedacht haben, wie wir geglaubt haben, wie User unser Produkt nutzen, über den Haufen schmeißen und sagen, ey, vergiss das alles mal, mobil sieht die Welt wieder anders aus. Warum ist Pinterest dann spannend für Partner? Am Ende, ja, der Content auf der Plattform, irgendjemand sagte das vorhin so netterweise, ist halt sehr qualitativ hochwertig, was daran liegt, ja, dass mehr als 2/3 des Contents von Professional Destinationen kommt. Das können Publisher sein, das können E-Commerce-Player sein, das können Marken sein oder das können auch Blogs sein. Ja, und die Blogs, wenn man sich die heute mal anguckt, die sind oftmals genauso gut und manche vielleicht besser als manches professionelle Publisher-Angebot. Das andere ist, der Lebenszyklus von so einem Pin ist viel länger als der von einem Facebook-Post oder Tweet. Wenn man versucht hat, viel Aufmerksamkeit auf diesen Social-Plattformen heute zu generieren, weiß, ja, ich glaube, der Average, sagen wir mal, Lasting Time von einem Facebook-Post liegt, glaube ich, bei 90 Minuten, der von einem Tweet 24 und bei uns sind es eher ein paar Monate. Ja, wir sind ein eher Long-Lasting-Produkt. Ja, für Flash-Sales wahrscheinlich jetzt nicht so geeignet, aber jemand, der langfristig Kundenbeziehungen, Awareness oder auch Sales generieren will, dafür wahrscheinlich ein spannender Player. Denn Pins sind auch sehr viral. Im Schnitt wird jeder Pin auf jeder Interaktionsstufe 11-mal gerepinnt. Ja, das heißt also, ich sehe was, ich pinne das, ja, dann pinnt es von mir wahrscheinlich im Schnitt wieder 11 Leute und von jedem dieser 11 wieder 11. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, was da auf der Plattform los ist. Und am Ende produziert das halt auch diese 50 Milliarden Objekte, von denen ich vorhin gesprochen habe, die im Schnitt jedes Quartal um 25% weiter wachsen. Das alles führt zu ganz viel Referrer-Chancen. Mal ein paar Beispiele. Nordstrom, riesiger Retailer aus Amerika, produziert fast so viel Referrer-Traffic über Pinterest wie über Facebook. Und ihr wisst, Facebook hat irgendwie 1,5 Milliarden monatliche User. Das ist ein bisschen mehr als die 100 Millionen, über die ich vorhin sprach. BuzzFeed, ja, King of Social, sind wir nach Facebook mit weitem Abstand die Nummer 2. Und bei Martha Stewart, also einem Lifestyle-Publisher, viel mit Rezepten, DIY und Home-Decor-Themen zu tun hat, sind wir sogar wesentlich größer als Facebook. Was irgendwie auch logisch ist, weil warum solltest du jetzt ein Avocado-Rezept, was du für dich selber am Freitag kochen möchtest, bei Facebook posten oder bei Twitter irgendwie weiter tweeten? Deine Freunde werden sich bedanken, wenn du deinen ganzen Speiseplan demnächst irgendwie bei Social denen um die Ohren haust. Ja? Aber bei uns auf der Plattform macht das irgendwie Sinn, weil du machst es für dich individuell, in deinem persönlichen Use Case. Ich habe vorhin noch über Sales gesprochen. Knapp 90% nutzen Pinterest zum quasi Kaufplan. Und dieser Traffic kommt halt dann am Ende auch bei E-Commerce-Playern wieder an. Ja, bei Wayfair ist quasi der weltgrößte Möbel-E-Commerce-Player. Machen Pinterest-User knapp 50% mehr Sales und bei Sephora, die Damen werden es kennen, ist der Sale, den wir generieren, 15% mehr als über Facebook. Facebook natürlich ob der Größe oder auch in Google über Search macht wahrscheinlich viel mehr Traffic, aber der Traffic, den wir generieren, ist halt oftmals, sagen wir mal, intentgerichteter. Ja, weil wie gesagt, du nutzt uns zum Plan. Wenn du ein Board anlegst für Home Decor, dann freust du dich über IKEA-Content, den du siehst. Ja, und dein Ziel ist ja irgendwann, du willst ja dein Zuhause auch verändern. Und dafür wirst du Geld brauchen und dafür wirst du auch Produkte kaufen. Also als Marke, was kann man da machen? Ja, wenn ich ein Kraft bin und ich habe was mit Food zu tun, macht es irgendwie Sinn, sich mit Rezept-Content in Verbindung zu bringen. Aber wenn du ein Autohersteller bist, gibt es viele andere Wege. Ja? Ihr seid jetzt teilweise vielleicht noch ein bisschen zu jung, aber die Alumni hier im Raum werden wissen, wenn du versuchst, mit Kindern zu verreisen, das ist viel Freude. Ja? Deshalb hat Chevrolet angefangen, solche Pins ins Rennen zu werfen, wo sie gesagt haben, hey, wir haben Features im Auto, die helfen dir dabei, diese Reise mit deinen Kindern zum Urlaubsort zu überstehen, ohne Scheidung und ohne, dass sich vorher 2 den Köpfe eingeschlagen haben. Das ist verdammt viel wert. Oder, ja, wir haben mit VW zusammengearbeitet, mit deren Kreativagentur für International. Da ging es halt auch um solche Themen. Ja. Du kannst halt Content, visuellen Content, sehr charmant, sehr aktivierend nutzen, um quasi damit Traffic zu deinen Destinationen zurückzuführen. So, was heißt das in Deutschland? Wir haben mit einem deutschen Food Publisher zusammengearbeitet. Und da kann man hier mal sehen, ja. Das hier war mit einer der größten Treiber für den Publisher, also diesen Pin-It-Button auf seine Seite zu implementieren und damit jedem, der da vorbeikommt und sagt, hey, also Pilzsalat mit Frise ist genau mein Ding, ja, dann drückst du auf diesen Pin-It-Button, savest den Content auf dein Board und ihr denkt dran, ja, 11-mal on average, jede Stufe wird das gerepinnt. Ja, das heißt hier,
in Deutschland geht jetzt gerade ein Haufen Pilzsalate irgendwie durch das System und andere User werden ihn wieder sehen und damit interagieren können. Das gleiche gilt für die Apps und das generiert, wenn du es richtig machst, sogenannte Rich Pins. Die haben Zusatzinformationen, nämlich für wie viele Personen, für wie viel Zeitdauer ist dieses Rezept und was muss da rein. Und wenn du das siehst, wirst du viel schneller wissen, ob du das für möglich erachtest, dieses Rezept zu machen und dann damit interagieren. Die haben sich auch so smarte Sachen überlegt, wie das hier rechts, nämlich die haben extra solche visuellen Elemente kreiert, wo du oben quasi siehst, was kommt da rein und unten siehst, was kommt da raus, wenn du es ordentlich machst. Ja, und alleine solche visuellen Anreize produzieren viel mehr Engagement als nur das fertige Rezept. Und wie immer im Leben, ja, wenn du was Gutes tust, rede drüber, also aktiviere deine Audiences, indem du ihnen sagst, hey, erstens, wir sind auf dieser Plattform, zweitens, das kannst du damit machen. Und wenn man das tut, bekommt man was Tolles zurück. Ja, im Schnitt quasi hier eine Steigerung von 300% auf den quasi Impressionen des Contents dieses Players. Bei den Repins, also dem Weiterverbreiten des Contents, 300%ige Steigerung. Und bei den Klicks gab es eine 600%ige Steigerung. Also das heißt, wenn du diese paar Ratschläge befolgst, kommt hinten ganz viel raus. Wo geht denn da die Reise hin? Wenn man jetzt mal nach Amerika guckt, ist es mittlerweile so, dass wir im Retail schon quasi so als Qualitätsmarke genutzt werden. Wir haben vorhin auch von einem Vortrag ja gehört, also das Auszeichnen durch eine Drittinstanz am Point of Sale kann oftmals helfen. Ja, und so ist es auch hier. Nordstrom, die das links gemacht haben mit den Taschen, haben im Schnitt 30% mehr verkauft. Das rechte ist, glaube ich, eine Nestle-Marke. Dryers ist eine Eiscreme-Marke. Die haben sowas an Kühlschränke gepackt und dadurch deutlich mehr Sale generiert. Und am Ende ist das natürlich das als FMCG-Company, wo es mir natürlich auch darum geht, also meinen Sale zu steigern. Wir haben jetzt gerade zur London Fashion Week mit Topshop was Lustiges gemacht. Stellt euch vor, ihr habt ein Board zum Thema Herbstmode. Ja, dann konntet ihr euch jetzt bei Topshop mit eurem Account mit Topshop verbinden. Topshop hat dann ausgelesen, welche Farbpräferenz habt ihr vermutlich aufgrund eurer Pins und hat euch dann, in dem Fall mir, rot. Gut, ich bin jetzt nicht ganz die Zielgruppe, aber bei mir kamen zumindest rote Produkte raus, die jetzt aus der aktuellen Kollektion von Topshop sind. Ich will nur sagen, dieser Masse an Big Data, wir haben vorhin über Big Data gesprochen, ja, wie gesagt, 50 Milliarden Objekte sagen ganz viel über den User aus. Und unser Ziel ist jetzt nicht, irgendwie die User-Daten zu verkaufen, sondern unser Ziel ist dem User sein Endziel, nämlich ich will tolle neue Mode haben, ihm das zu ermöglichen. Was wir natürlich jetzt auch machen, ist, wir starten jetzt die Monetarisierung und das tun wir im Bereich von Native Advertising, wenn man so möchte. Denn unsere Promoted Pins, und das rechts da ist einer, sehen aus wie normale Pins. Sie fügen sich nativ ins Gesamtkonzept ein und das produziert am Ende im Schnitt 50% Earned Media on top. Weil, zum Beispiel hier, nehmen wir mal an, die Jenny hat irgendwie nach Hühnchenrezepten gesucht, dann sieht sie einen Pin von Knorr, denkt sich, wow, super, genau das möchte ich gerne machen. Legt das auf ihr Board ab, wir denken wieder dran, 11-mal on average jede Stufe gerepinnt und dann verbreitet sich dieses Knorr-Rezept durchs System. Knorr hat uns natürlich für eine gewisse Werbeleistung bezahlt, aber wir produzieren 50% zusätzliche Impressions on top. Und weil unser Ziel ja ist, das Leben der Konsumenten einfacher zu machen, haben wir jetzt im nächsten Schritt quasi Commerce mit eingeführt. Das heißt, ihr könnt jetzt in Amerika, demnächst auch in Europa, mit 2 Klicks, wenn ihr so wollt, oder 3, ein Produkt kaufen. Beispiel, ihr seht jetzt diese Handtasche und ihr sagt, ja, die möchte ich mir jetzt vielleicht nicht ablegen, sondern die finde ich so toll, die möchte ich jetzt direkt haben. Dann drückt ihr auf Buy It, dann fragen wir euch einmal, wie ihr bezahlen wollt. Zurzeit in Amerika gibt es die 2 Testzahlungswege. Und wenn es Apple Pay ist, drückst du einmal noch mit deinem Daumen auf das Telefon und dann sagen wir, hey, super, alles gut, ja, Handtasche kommt. Unser Ziel ist, wir verdienen daran kein Geld, aber wir wollen, dass unsere User glücklich sind und wir wollen, dass sie sagen, ich war auf Pinterest, ich habe was Tolles gefunden, ich habe es gekauft, I'm happy, ich komme wieder. Ja? Und wenn sie das tun, helfen sie uns, das Produkt besser zu machen. Ein paar Learnings. Ein bisschen was davon haben wir heute Morgen schon gehört, aber zusammengefasst würde ich sagen, ja, umarmt die Technologie. Und wir, ne, das Thema war ja Lead oder Die und treibt den Wandel.
man sollte nie technologische Entwicklungen unterschätzen. Und selbst wenn sie irgendwo noch klein sind und jeder sagt, ah, glaube ich nicht dran, wird nie passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es anders kommt, ist deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht anders kommt. Konsumenten sind wie Elefanten. Ja, die denken ewig immer über irgendwas nach. Aber Gott beschütze, wenn sie loslaufen, weil dann kannst du sie so schnell nämlich nicht wieder aufhalten. Also deshalb sehr früh gucken, wo stehen die Elefanten und über was denken die gerade nach. Ja, und bereitet euch darauf vor, in welche Richtung könnten sie laufen. Und wenn sie loslaufen, solltet ihr besser nicht im Weg stehen, sondern irgendwie draufspringen. Neue Kanäle und Devices führen auf jeden Fall zu neuen Chancen. Ja, also auch bei uns. Dass wir jetzt mobile so gut funktionieren, hätten wir uns ursprünglich auch mal nicht ausgemalt. Und vor allem, dass es so schnell kam und in einigen Märkten so dominant ist, hätten wir auch mal nicht gedacht. Ja, wir haben uns aber Gott sei Dank früh darauf vorbereitet. Auch gefährlich ist, Wandel kann manchmal dazu führen, dass gewisse Dinge so bleiben, wie sie sind. Ja, Beispiel Ad-Sales oder Anzeigenvermarktung. Im Mobile-Bereich ist es irgendwie ja schon ähnlich zu dem, was man vorher gemacht hat. Das Problem ist nur, ja, die Preise sind andere, die Komplexität ist viel höher. Das heißt, ich habe vielleicht den gleichen Umsatz sogar, ja, aber es kommt unten weniger raus. Also immer aufpassen bei dem, was passiert. Ja, welche Implikationen hat es ansonsten noch? Und sich nicht so sicher fühlen, nur weil etwas im Kern so ähnlich weitergeht wie bisher. Bei uns in der Firma, wir haben quasi vier Prinzipien, die das so irgendwie versuchen zusammenzubinden. Das eine ist Put Pinners First, also unser absolutes Credo ist, das Produkt für den User zu optimieren. Und wenn das heißt, dass wir auf der Umsatzseite ein bisschen Geld liegen lassen, tun wir das immer mit dem Ziel, wenn der Konsument glücklich ist, dann wird er wiederkommen und wird er unser Produkt besser machen. Ja, also eher ein bisschen Umsatz verzichten. Am Ende be authentic, also heißt so viel wie, ja, sei authentisch mit deiner Marke, mit deiner Kommunikation, verstell dich nicht, wenn irgendwas in die Hose geht, kommuniziere es klar, ja, dann werden die Konsumenten dich auch als quasi wahren Partner, heute Morgen hieß es immer auf Augenhöhe, genau das ist es, ja, sie werden dich auf Augenhöhe wahrnehmen. NIT ist bei uns quasi, das heißt so viel wie Kollaboration, das geht immer darum, ja, Erfolg hat mehrere Väter oder Mütter. Ja, am Ende ist es so, das Produkt kann engineeringmäßig noch so toll sein, es hilft dir gar nichts, wenn die PR es nicht versteht, das Marketing es nicht verkaufen kann, ja, und im Ad-Sales irgendwie vielleicht hinterher der Kunde es nicht versteht. So, also, keine Disziplin alleine ist die dominante, nur das Zusammenspiel aus allen Disziplinen wird am Ende erfolgsversprechend sein. Und das letzte heißt Go. Ja, bei uns gibt es in-house den Spruch Progress, not Perfection, was für einen Deutschen immer so ein bisschen schwierig ist. Ja, aber es geht nämlich immer eher darum zu sagen, scheißegal, wenn nicht alles fertig ist, hupe, lieber 70% raus und testen und wenn was nicht funktioniert, großartig, dann hast du was gelernt. Ja, anstatt zu sagen, ich mache es jetzt bis zum allerletzten Quäntchen richtig, weil dann ist der Zug nämlich schon längst im dritten Bahnhof, drei Städte weiter und du stehst immer noch mit deinem Koffer, dann denkst du so, aber ich habe doch alles gepackt. Ja, hilft dir nichts. So, ich habe keine Ahnung, wie viel ich überzogen habe, weil ich habe keine Uhr. Ich sage mal, ich würde mich freuen, wenn ihr was das mitnehmt. Wir sind kein Social Network, sondern ein Discovery- und Bookmarking-Tool. Es geht bei uns um deine Selbstentdeckung, um dich persönlich, um deine Passionen, deine Leidenschaften und nicht das, was irgendwie sonst irgendjemand interessiert. Es geht nicht darum, dass du dich bestmöglich bei Instagram, ja, die Speckrollen weg und irgendwie so irgendwie versuchst abzulichten, ja, sondern sei wie du bist. Wir sind das Produkt, um dein Leben für dich besser zu machen. Kuratiert bei Menschen und am Ende ein Produkt, um dir zu helfen für deine Zukunft. Vielen Dank. Jan, vielen Dank. Du hast nicht überzogen, sondern eine Punktlandung geliefert. Das waren exakt 30 Minuten. Vielen Dank für das super Zeitmanagement.